Hallo Leute, herzlich willkommen. Euer Trackpoint hier mit einem neuen Video. Wie ihr anhand des Titels sehen könnt, heute mit einem Kritikvideo zu Star Trek Voyager. Ich habe ja schon hier die alten Star Trek Serien ein Kritikvideo gemacht, sprich Star Trek Enterprise des 22. Jahrhunderts habe ich angefangen, chronologisch dann weiter aufgearbeitet bis hin zum TOS im 23. Jahrhundert über The Next Generation, Deep Space Nine und heute ist natürlich logischerweise Voyager dran. Ich kann euch eins verraten, es wird auch in Zukunft weitergehen, demnächst sind die Filme dran. Doch heute ist unser Thema Voyager. Dann legen wir mal los. Um Star Trek Voyager verstehen zu können, müssen wir auch uns ein bisschen zurückbegehen. Sprich, wir haben in den 60ern die Originalserie TOS, dann haben wir The Next Generation, Deep Space Nine. Das sind im Prinzip die Serien, wo Star Trek seinen Hype erreicht hat. Es war sein Höhepunkt in den 90ern. Jeder mochte Star Trek, Star Trek war in. Ich selbst bin ja auch ein Kind der 80er. Und habe auch das wahrgenommen, die ersten Episoden von Deep Space Nine, die ersten Episoden von Voyager. Und hier sollte eigentlich im Prinzip Voyager die Fackel weitertragen. Star Trek Voyager beginnt zur dritten Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Genauer gesagt die 11. Folge, das Festival. Kurz danach kommt unsere Voyager zu Deep Space Nine. Sah man ja in Pilotfolge, sprich unser Kim, Paris treffen auf Quark. Und symbolisch dockt eigentlich die Voyager bei Deep Space Nine an. Hier wird die Star Trek Fackel weitergetragen. Zwar lief Star Trek Deep Space Nine weiter parallel, aber die Voyager sollte eben einen anderen Schlag von Star Trek sein. Es sollte in Richtung Deep Space Nine und The Next Generation gehen. Sprich, hier haben wir Charaktere, die nicht ganz so perfekt sind wie bei The Next Generation. Hier soll es durch Maquis und der Föderationsmitgliedern mehr zu inneren Konflikten kommen. Wie Deep Space Nine sollte es nicht ganz so perfekt sein, bisschen dunkel sein, aber trotzdem sollte es den Star Trek-Richtlinien treu bleiben. Mal Hand aufs Herz. Unser Jean-Luc hat es doch viel leichter. Er hat die Föderation, er hat Sternenbasis. Wenn was ist, parkt er eben die Enterprise in einem Werft, er lässt es reparieren. Und hier ist es wiederum so, dass unsere gute Catherine Janeway, anders als Picard, nicht diesen Luxus hat. Sie ist im Prinzip in Delta-Quadranten gestrandet. Sie wird durch einen Unfall in den Delta-Quadranten gezogen. Gerade auch mit den Maquis. Sprich, wir haben hier jetzt wirklich zwei unterschiedliche Philosophien. Die rebellischen Maquis und die ach so integren Föderationsoffiziere. Das ist eigentlich eine super Mischung am Anfang. Und ich würde auch jetzt hier sagen, obwohl Voyager eben, wie gesagt, eine Mischung aus Deep Space Nine und The Next Generation sein sollte, geht die Serie Richtung Enterprise, das erst viel später kam. Wie das? Es passt eigentlich hier 1:1. Wir haben hier die Enterprise von Captain Archer, das ja vor der Gründung der Föderation spielt. Captain Archer ist alleine. Im Prinzip, er musste auf sich alleine verlassen. Er muss hier Freund sein, er muss hier Kommandant sein, er muss hier eigentlich alles sein. Und das haben wir hier bei Janeway auch. Sie sind allein im Delta-Quadranten, weit weg von der Föderation. Sie haben begrenzte Ressourcen. Und das passt schon mal. Also sprich, in dem Sinne sind Janeway und Archer sich viel ähnlicher, als man im ersten Blick auch denkt. Was Voyager hier aber auch ganz anders gemacht hat, als die anderen Star Trek-Serien ist, wir haben jetzt im Delta-Quadranten ein Raumschiff. Das hat eine ganz andere Region. Sprich, die Nebels, die Planeten, die Voyager sieht, sind wirklich ganz neu. Sprich, für unsere Charaktere und auch für uns als Zuschauer. Wenn sie ein Spezies sich begegnen, wenn sie, sage ich mal, einen Melon oder einen Hirogen treffen oder einen Kazon, sieht man, okay, das haben wir vorhin in Star Trek noch nie gesehen, das ist was Neues für unsere Crew, für unsere Protagonistin und auch für uns als Zuschauer. Bei Star Trek Enterprise war das auch schon ein bisschen ähnlich, mit dem Unterschied, Archer trifft auf die Andorianer. Ich als Star Trek Zuschauer weiß, okay, das sind Andorianer, ich weiß, wie sie einigermaßen ticken, wie sie sind, aber der Archer weiß das nicht. Und hier muss man auf jeden Fall Voyager loben, man hat hier wirklich Neuland und es war auch schon mal erfrischend anders. Sprich, man hat hier keine Klingonen, keine Romulaner. Ja, man sieht es vereinzelt auch in Voyager. Auch Cardassianer sieht man hier. Wir haben auch hier eine super Verbindung zu The Next Generation. Dr. Aridor und Dr. Cole, die zwei Ferengi in der Episode von The Next Generation, der Basanhandel, sah man die ja. Die sind im Delta-Quadranten gestrandet durch diesen instabilen Wurmloch. Was war ein nettes Easter Egg dazu, ein netter Wink dazu. Aber größtenteils haben wir hier wirklich neue Spezies. Man hat hier auch später alte Bekannte getroffen. Und hier muss man sagen, Voyager hat wirklich sehr hohe Erwartungen gehabt. Sprich, die Serie ist in einer Halbzeit entstanden. The Next Generation lief gut an. Deep Space Nine war in der dritten Staffel, wo die Quoten auch wieder stiegen. Das Problem aber war auch bei Voyager, die Einschaltquoten waren trotzdem hinter den Erwartungen. Es war zwar nicht so, dass die Voyager-Einschaltquoten grottenschlecht war und die Serie schnell abgesetzt werden muss, das nicht. Aber die Erwartungen waren eben so hoch durch die anderen zwei Star Trek-Serien, dass Voyager zum Teil das nicht gerecht wurde. Sprich, man hat hier
als Fan sich auch manchmal gefragt, ist es ein The Next Generation 2.0? Wir haben hier ein Raumschiff, das von A nach B fliegt. Aber hier hat eben Voyager eine ganz andere Ambiente drumherum. Aber trotzdem stimmt die Optik. Das heißt, als Star Trek-Fan kann ich sofort sagen, ja, das passt, das ist Star Trek. Das sieht optisch danach aus. Ich akzeptiere das. Problem ist aber, Leute, was bekomme ich denn hier? Ich meine, wir haben hier Konflikte. Wir haben jetzt hier Janeway und ihre Sternflotten-Crew, Chakotay und seine Maquis. Und da kam zu keinem Konflikt. Sprich, die Charaktere waren sehr statisch. Ich erwarte hier eine Handlung. Und das habe ich hier nicht bekommen. Und viele Fans haben sich gefragt, was soll das jetzt? Okay, das ist nett, ich schaue mir das an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht ein so großer Fan der ersten Staffel von Voyager. Ja, ich finde es nicht grottenschlecht, man kann sich das anschauen. Es ist nicht so, dass ich einschlafe oder so. Ich persönlich gehe auch zu den Personen, die jetzt auch sagt, hey, Deep Space, nein, ich mag die ersten Staffeln. Auch The Next Generation, also ich finde zum Beispiel auch die zweite Staffel sehr gut. Aber das ist ja Geschmackssache. Man muss aber hier auf jeden Fall sagen, wir haben hier ein Problem gehabt. Das heißt, hier musste man was machen. Und ich kann auch persönlich jetzt nicht sagen, wo, ich sag mal, den ersten drei Staffeln einer Episode wirklich super ist. Ja, wir haben zwar gute Folgen gehabt, zwar nette Folgen gehabt, aber das war jetzt nicht so, wo ich sagte, ja, Voyager ist jetzt das Beste, was ich an Star Trek gesehen habe. Nein, dazu bräuchte es wirklich 4 Jahre. In der vierten Staffel haben wir hier wirklich einen Wendepunkt. Man muss aber auch hier sagen, Star Trek war natürlich weiterhin populär. Sprich, Star Trek First Contact lief ja mehr oder weniger in dieser Richtung, parallelzeitlich. Und es war so ein Hype, dass man diesen Hype auch mitgenommen hat. Wir haben jetzt hier die Borg eingeführt. Und mit den Borg kann man jetzt hier sagen, ab der vierten Staffel beginnt eigentlich Voyager erst richtig. Das ist im Prinzip dann erst eine Serie, die sich wirklich profiliert hat. Die nicht einfach nur ein The Next Generation 2.0 ist. Hier hat man wirklich wieder mal sehr interessante Antagonisten bekommen, sehr interessante Spezies bekommen und auch eben mit dem Borg die alten Bekannten. Also kann man sagen, kurzum, die vierte Staffel hat Voyager wirklich einen Tritt gegeben, dass sie endlich nach vorne befördert hat. Unser Captain Catherine Janeway. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Ich persönlich bin ein Fan von ihr. Ich mag sie, sie ist mir sehr sympathisch. Und ich fand sie auch recht gut dargestellt. Kate McGrew war auch eine sehr gute Schauspielerin. Man muss aber auch hier erwähnen, dass vorher eine andere Person, eine Franco-Kanadierin, diesen Posten übernehmen sollte. Sprich, Genevieve Bugeaud hieß die, glaube ich, die gute Dame. Und ich muss sagen, es gibt einige Testaufnahmen. Und da sage ich nur, nein, Leute. The Cardassians gave us the last known heading of the Maquis ship. And we have charts of the plasma storm activity that they have disappeared. With a little help, we might be able to approximate its course. The Cardassians gave us the last known heading of the Maquis ship, and we have charts of the plasma storm activity today. The Cardassians claim they forced the Maquis ship into a plasma storm where it was destroyed, but our probes haven't picked up any debris. The Cardassians claim they forced the Maquis ship into a plasma storm where it was destroyed, but our probes haven't picked up any debris. I'm reading a coherent tetraon beam scanning us. Origin, Mr. Kim. I'm reading a coherent tetraon beam scanning us. Origin, Mr. Kim. Red alert. Move us away from it, Lieutenant. Sie ist wirklich so statisch. Also ich hätte wahrscheinlich nicht halb so viel Sympathien gehabt für sie wie für unser gute Kathy. Aber um nochmal auf Jamie zurückzukommen. Sie ist wirklich alleine da. Sie hat wirklich niemanden, mit dem sie sich unterhalten kann. Sie hat keinen Admiral, den sie anrufen kann. Ihr Verlobter ist auch in weiter Ferne. Sie hat keinen Kontakt. Ihr Raumschiff ist alleine da draußen als einziges Föderationsschiff. Sie hat nicht genug Energie. Alles muss rationiert werden. Sprich, du kannst nicht als Crewmitglied der Voyager einfach zum Replikator hingehen und dir einen Tee ziehen, anders als unser guter Jean-Luc. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Tea Earl Grey hot. Coffee black. Make it yourself. Okay. Sie hat auch hier Counselor gespielt, sprich wie oft mussten Crewmitglieder wie Harry Kim und Cass sie aufsuchen. Auch später zum Teil mit unserem Doktor und Seven erst recht, hat man hier in Janeway eine Mentorfigur, was ich hier wirklich abkaufen konnte und ich fand sie total klasse. Sie hat als Captain eine gute Performance hingelegt, sie hat als Counselor eine gute Performance hingelegt, sie war eine Allrounderin, sie war sehr integra. Sie hatte immer das Problem, bleibe ich den obersten Statuten der Föderation der Sternflotte treu oder nicht? Und sie ist es größtenteils gewesen, auch wenn sie gelegentlich die Regeln gebrochen hat oder gebogen hat. Alles eine fand ich sie als Charakter gut.
Kommen wir zum rechten Hand unserer Janeway. Und das ist unser guter Chakotay. Und hier habe ich, Leute, ein Problem. Leute, ich mag ihn. Wirklich. Chakotay ist ein ruhiger Typ. Er ist ein bedachter Typ. Er ist ein weiser Typ. Man kann so sagen, vielleicht in ganz groben, er ist ein Obi-Wan Kenobi von Voyager. Hello there. Er weiß genau, wann er zuschlagen muss. Er ist eben zum Teil auch ein Rebell gewesen. Früher, er war ein Maquis. Und er muss im Prinzip seine Schützlinge, seine Maquis-Crewmitglieder, die sind ja beide gemeinsam gestrandet, sprich die Voyager und die Maquis-Leute, wurden beide in den Delta-Quadranten gezogen. Man hat eben hier zwei unterschiedliche Philosophien. Einerseits die Rebellen, aber Chakotay hat hier guten Mittelweg gefunden. Ich fand ihn wirklich sehr spirituell, sehr weise. Aber Leute, er ist untergegangen. Mal ganz ehrlich. Die Chemie zwischen Jean-Luc und Riker, perfekt. Einfach nur köstlich. Sisko und Kira, die waren auch nicht ganz grün. Aber spätestens nach dem späteren ersten Staffeln und zweiten Staffeln und erst recht viel, viel später, konnte man hier wirklich immer noch eine gute kollegiale und freundschaftliche Verbindung sehen. Problem ist aber hier, Leute, Chakotay ist meiner Meinung nach ein Charakter, das eigentlich so gut war, aber so schlecht geschrieben wurde. Gerade auch in den Folgen, wo man jetzt erwartet, dass es Konflikt kommt zwischen Maquis und der Föderation, kam hier nichts. Das hatte eben andererseits die Fans abgeschreckt, man hat hier keine Charakterentwicklung, deswegen auch eben die problematischen Quoten der ersten Staffeln. Andererseits hat man aber auch hier wirklich Chakotay als Statist. Ich meine, auch in den späteren, muss ich ganz ehrlich sagen, ging alles auf Janeway, Seven und den Doktor. Unser Chakotay war mehr oder weniger ein Statist. Er musste nur Ja sagen, Nein sagen, ein paar Kommentare abgeben, das war's. Und ich fand es wirklich schade. Ich hätte gerne über Chakotay auch viel mehr hier gesagt, aber ich finde, er war sehr statisch und ich fand es wirklich sehr, sehr schade. Also bis auf vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Episoden. Voyager hatte insgesamt 172 Episoden und vielleicht haben wir hier 10 Chakotay-Folgen, wo er überhaupt einigermaßen Präsenz zeigt oder selber eine Folge gewidmet bekommt. Also für so einen wichtigen Charakter, Rechthand des Captains, schade, finde ich. Kommen wir zu unserem Sicherheitsoffizier, Tuvok. Und ich hätte hier am Anfang die Befürchtung gehabt, als ich zum ersten Mal Voyager geguckt habe, wird er zu sehr zu einem Spock gemacht. Und ich muss sagen, ich wurde hier angenehm überrascht. Ich mag Tuvok. Bei Spock ist es ja so, er ist ein halber Vulkanier, ein halber Mensch. Man hat den inneren Konflikt zwischen diesen beiden Völkern. Tuvok nicht, er ist ein richtiger Vulkanier, hundertprozentiger. Genauso benimmt er sich und das macht ihn trotzdem sympathisch. Also man sieht auch Tuvok ab und zu mal auch ein paar Witze reißen, also im übertragenen Sinne. Und das mag ich so. Er war mir wirklich sehr sympathisch. Ich hätte auch gerne mehr von Tuvok gesehen, aber er war immer da, er war immer Fels in der Brandung. Es hat schon mal für seine Person gereicht. Er war zumindest als Charakter für mich interessanter als Chakotay. Leider, wie gesagt, bei Chakotay. Was ich auch schön fand, ist auch, dass Tuvok wirklich hier die Erfahrung reinbringt, die Ruhe reinbringt. Tuvok ist ja langlebig als Vulkanier. Er hat schon mal einen ersten Sternflottenkarriere gehabt. Auch eine super Verbindung zu den alten Star Trek-Serien. Zu Star Trek 6 haben wir hier eine Episode, ich glaube in der zweiten Staffel war das. In der Episode Tuvoks Flashback sah man, wie er Dienst hat an Bord der USS Excelsior unter Hikaru Sulu. Man hat hier wirklich Anfangsszene von Star Trek 6, wo Captain Sulus Tasse zerbricht mit der Druckwelle von dem klingonischen Mond Praxis, die explodiert. Hat man hier wirklich nochmal gefilmt mit den gleichen Sets. Fand ich hier wirklich super gemacht. Das hat auch Tuvok ein bisschen tiefer beleuchtet. Dein Geist zu meinem Geist. Deine Gedanken zu meinen Gedanken. Ich bringe uns in die Vergangenheit. Wir sind rausgefallen. Treffer auf den Decks 5 und 7. Unsere Zielerfassungsscanner sind zerstört. Ausgezeichnet. Dafür werde ich Sie vielleicht befördern. Das war nicht meine Motivation, Captain. Ich hatte niemals die Absicht, mich bei Ihnen einzuschmeicheln. Mr. Tuvok, wenn Sie vorhaben, auf meinem Schiff zu bleiben, dann werden Sie lernen müssen, sich über einen Scherz zu amüsieren. Und erzählen Sie mir nicht, Vulkanier hätten keinen Sinn für Humor, denn das weiß ich wirklich besser. Ich werde daran arbeiten, Sir. Das hoffe ich. Und nochmals danke.
Er sieht anders aus als auf dem Porträt im Sternenflottenhauptquartier. Im 23. Jahrhundert war die holographische Bildauflösung noch nicht so exakt. Das ist doch eine Wissenschaftsstation. Ja, ich bin einer der neuen Wissenschaftsoffiziere. Tuvok, warum steht davon nichts in Ihrer Dienstakte? Ich dachte, Ihr erster Einsatz sei auf der Wyoming gewesen. Das ist eine lange Geschichte. Zu Ihrer Information, dies war meine erste Sternflottenkarriere. Ich war 29 Jahre alt. Und was wird nun geschehen? Werden wir auf Klingonen treffen? Nicht direkt. Der klingonische Mond Praxis wird explodieren. Praxis? Damals war er eine primäre Energiequelle für die klingonische Heimatwelt. Praxis? Ja. Seine Zerstörung hatte nachhaltige Auswirkungen auf den ganzen Quadranten und führte zum ersten Friedensvertrag zwischen der Föderation und den Klingonen. Das ist korrekt. Nun fliegen wir mit voller Impulskraft zurück nach Hause. Es freut mich, melden zu können, dass Schiff und Crew hervorragend funktioniert haben und wir infolgedessen die Überprüfung des gesamten Sektors erfolgreich abschließen konnten. Energiewelle auf 240,6 Grad Backbords. Auf den Hauptschirm legen. Auf den Hauptschirm geschaltet. Mein Gott. Schutzschilde aktivieren. Sie reagiert nicht aufs Ruder. Steuerborddüsen aktivieren. Wir müssen sie in die Welle drehen. Ei, ei, Sir. Und auch diese Beziehung zwischen Janeway und Tuvok fand ich hier sehr gut. Wie gesagt, Janeway war meistens auf sich allein gestellt. Und wenn sie mit jemandem sich aussprechen musste, dann war es nicht der Chakotay, nein, es war der Tuvok. Kommen wir zum Tom Paris, unseren Steuermann. Und ich muss sagen, wenn ich ihn zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, du Schlitzohr. Ich mag ihn. Also irgendwie erinnert er mich an Charles Tucker, den Dritten von Star Trek Enterprise. Der ist auch ganz locker drauf, ganz cool drauf, ein super Kumpeltyp. Er ist eben nicht das Musterbeispiel eines Sternflottenoffiziers. Er hat im Prinzip mir Mist gebaut und ist dementsprechend hier im Gefängnis. Unser Janeway besucht ihn, bringt ihn raus. Sie brauchen einen guten Piloten für die Voyager. Und er findet hier im Prinzip seinen Weg zur Sternflotte wieder. Und was ich bei Paris wirklich hier sehr, sehr gut fand, war auch, man hat seine Entwicklung gesehen. Er hat sich weiterentwickelt. Er war ein Rebell, er war nicht konform, er wurde mit der Zeit ein Mitglied der Voyager Crew. Er war immer ein bisschen lockerer, gerade auch mit Tuvok. Seine lockere Art war hier wirklich sehr, sehr sympathisch. Seine Beziehung zu Harry Kim war auch hier super. Geradezu auch seine Heirat mit der Belana später. Ich meine, wer hätte es kommen sehen? Also ich nicht. Unser Tom ist wirklich ein Kumpeltyp. Man sieht ihn auch ab und zu Holodeck gehen. Er repariert antike Fahrzeuge. Er kennt sich in Geschichte recht gut aus. Sein Abenteuer auf dem Holodeck mit Harry Kim, Captain Proton, hat hier wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Also ich mag Tom. Ich konnte ihn sofort liebgewinnen. Und ich mag solche Charaktere einfach, die ein bisschen Lockerheit reinbringen. Ich würde sogar sagen, dass Tom Paris mein zweiter Lieblingscharakter bei Star Trek Voyager ist. Kommen wir zu unseren Chefingenieurin. Unsere Halbklingonin Belana Torres. Und ich muss hier ganz ehrlich sagen, Leute, ich mag sie. Für mich ist Belana Torres Spock. Jetzt würdet ihr sagen, wie Klingone, wild ist, aggressiv ist und wohl keiner, der dasselbe ist. Nein, ich meine nicht in dem Sinne, aber doch in dem Sinne. Was ich damit meine ist, Spock ist ein halber Vulkanier, ein halber Mensch. Man hat diesen Konflikt zwischen dem Emotionalen, sprich er ist reserviert, der Spock, der ist ruhig. Er muss diese menschliche Hälfte unter Kontrolle bringen. Und bei Belana ist es genau andersrum. Sie ist ein halber Klingonin, ein halber Mensch. Und sie muss im Prinzip die Menschlichkeit bewahren und diese klingonische Art unterdrücken. Sie selbst findet sie ja auch nicht gut. Sprich, Spock mochte die menschliche Hälfte nicht. Belana mag ihre klingonische Hälfte wiederum nicht. Sie war nicht konform. Sie war nicht ein Musterbeispiel wie Geordi oder Scotty. Trotzdem war sie eine treue Freundin. Man kann sich auf sie verlassen. Sie ist eine gute, tapfere Kriegerin. Sie ist sehr kompetent. Also ich mochte sie. Und auch sie hat sich geändert. Sie wurde mit der Zeit ein bisschen ruhiger, reifer. Sie hat eine gute Beziehung zu den Kollegen. Mit Chakotay versteht sie sich von Anfang an recht gut. Gerade auch die Ehe zwischen Tom Paris und Belana Torres. Im Prinzip beide sind sich sehr ähnlich.
sei es Tom Paris und Bellana, die sind beide sehr emotional. Und man hat hier eben zwei emotionale Charaktere. Da ist natürlich ab und zu mal Krach vorprogrammiert. Aber trotzdem, die beiden passen. Harry Kim. Und wenn ich ihn zusammenfassen müsste, erstes, was mir einfällt, wäre Greenhorn. Er war ein Grünschnabel, er war frisch von der Akademie, er war ein Fähnrich. Und es ist schon ohnehin sehr spannend genug, wenn du in ein Abenteuer versetzt wirst. Du wirst postiert auf ein Raumschiff oder auf eine Raumstation auf einem Planeten. Und geradezu auf ein Raumschiff wie die Voyager, ergo ein Raumschiff, das auch im Delta-Quadranten gestrandet ist. Das ist natürlich gerade auch für einen Fähnrich, der sich erstmal ein bisschen finden muss, charakterlich, auch ein junger Charakter wie eben Harry Kim. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man keine gefestigten Persönlichkeit hat, hier hat, keinen Charakter hat. Und es war wirklich schön, auch hier Harry entwickeln zu sehen. Seine Naivität war manchmal lustig. Oh, stellen Sie den ersten Kontakt zu einer neuen Lebensform her. Moms Apfelkuchen. Neelix dachte, etwas Hausmacherkost könnte mich aufheitern. Und? Ich habe noch nicht den Mut gefunden, ihn zu kosten. Wissen Sie, was bei Red schiefgelaufen ist? Seven glaubt, die Annäherung an die Falter habe seine Matrix beschädigt. Aber wenn Sie mich fragen, es war ein Rekursivfehler in seinen Logik-Subroutinen. Nicht übel. Aber in San Francisco hätte er besser geschmeckt. Damit es Ihnen besser geht, verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis. Ich war heute früh auf der Brücke, als wir den Ruf eines ikonianischen Wissenschaftlers erhielten. Er behauptet, er habe ein transdimensionales Tor, welches uns überall hinbringen könne. Ich bin nicht so leicht, glaube ich. Es ist wahr. Ich hab's gehört. Der Captain wollte nicht, dass wir uns zu große Hoffnung machen, aber ich für meinen Teil denke, dass wir bis zum Wochenende zu Hause sind. Denken Sie das ehrlich? Er fällt wieder darauf rein. Auch seine Beziehung zum Beispiel zu Tom fand ich hier wirklich klasse. Ich würde sogar Harry Kim und Tom Paris ein bisschen wie O'Brien und Bashir vergleichen. Also Bashir war ja am Anfang auch so eine Art Greenhorn, sehr naiv. Sei es gestellt oder nicht, darüber kann man debattieren. Aber O'Brien war auf jeden Fall hier der große Bruder, der etwas reifere. Und hier ist es andersrum. Unser Harry ist grün hinter den Ohren, er ist naiv. Und Tom Paris als ein großer Bruder ist eben nicht wie O'Brien, die ruhige Kraft, die reife Kraft. Nein, er ist auch ein Schlitzohr. Und das passt in der Kombination. Es hat wirklich Spaß gemacht, beide in ihren Abenteuern zu sehen. Ich fand auf jeden Fall die Chemie zwischen den beiden gut. Bisschen traurig ist natürlich die Sache, unser Harry wurde in den regulären Zeitlinien bis auf ein paar Ausnahmeepisoden nicht befördert. Das ärgert unseren Harry auch. Und kleiner Funfact dazu ist, Garrett Wang, der Schauspieler von Harry Kim, bekommt sogar in einigen Conventions von einigen Fans sogar ein Rangabzeichen-Pin geschenkt, also symbolisch dafür. Aber fand ich witzig und ich fand ihn wirklich sehr sympathisch. Alles in allem kann ich sagen, Harry Kim hat mir wirklich Spaß gemacht. Kommen wir zu unserem Chefkoch-Botschafter-Moraloffizier, Neelix. Nun, die einen mögen ihn, die anderen nicht. Das ist Geschmackssache. Ich muss sagen, ich fand's Neelix so lala. Ja, andererseits fand ich gut seine Chemie auch gerade mit Tuvok, wenn sie sich gegenseitig aufziehen und Neelix versucht immer Tuvok zum Lachen zu bringen, die emotionale Ebene anzusprechen. Ich würde auch hier sagen, dass Neelix alles in allem eine Bereicherung für unsere Voyager Crew war. Er versuchte immer, sich nützlich zu machen, seine Erfahrung im Delta-Quadranten. Man sah auch in den früheren Episoden immer, dass er ein bisschen Angst hatte. Er war ja früher Schrottsammler. Er wurde von der Voyager Crew aufgesammelt. Er wurde ein Teil der Crew. Er wurde mit Respekt behandelt. Er hat auf jeden Fall schnell seinen Platz gefunden. Und ich fand auch wirklich, dass Neelix hier seine Vorzüge hat. Und ich fand Neelix eigentlich auch recht witzig und interessant. Auch gerade mit seinen Kochkünsten. Also die Crew, die war nicht wirklich, ich sag mal, Fan der Kochkünste von Neelix, gelinde gesagt. Once you get past the choking reflex, it's really not so bad. Aber die mussten das über sich ergehen lassen, weil die Voyager muss ja auch hier Energie sparen, wie vorhin gesagt. Es gab aber auch Zeiten, da muss ich sagen, da sagte ich, Neelix, du bist wirklich überflüssig, du bist wirklich nervig. Da war ein bisschen too much, aber das war alles in allem noch in akzeptablen Rahmen.
Ich würde sagen, Neelix ist bestimmt nicht mein Lieblingscharakter, aber ich hasse ihn auch nicht. Cass. Und da habe ich, Leute, wirklich einen Charakter, den ich nicht leiden kann. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man mit Cass machen sollte. Sie war die Freundin von Neelix, aber sie war irgendwie einfach nur da. Sie war Cass. Wenn sie mal Probleme hatte, ging sie zu Janeway. Alles klar. Aber ich finde, Cass hat wirklich nicht Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Später wurde Cass in der dritten Staffel ein bisschen interessanter, gerade auch mit ihren telekinetischen Kräften, die sie hatte. Dieser Charakter bekam an Entwicklung. Plötzlich aber wurde sie gegen Ende der dritten Staffel oder beziehungsweise Anfang der vierten Staffel ausgetauscht. Das muss aber hier kein Nachteil sein, denn wir bekamen wirklich einen sehr, sehr guten Ersatz. Seven of Nine. Tertiäre Attribute von Unimatrix 01. Ich habe ja Captain Janeway als starke Charakter, als Frau hier gelobt. Und das gleiche gilt auch für Seven. Man muss aber auch hier ganz klar sagen, man hat hier auch ein bisschen mit der, ich sag mal, emotionalen Gefühlen der Männer auch gespielt, die Voyager auch geguckt hat. Sprich, man hat hier wirklich eine tolle Frau, die mit ihren, ich sag mal, hübschen Art, mit ihren körperlichen Attribute, muss man ganz ehrlich sagen, auch viele Fans dazu gewonnen hat und viele auch dazu mehr oder weniger bewegt hat, diese Serie zu gucken. Da muss man leider eben sehen, so viel zum Frauenrechten, da machst du starke Charaktere und dann zeigst du Frauen, die man über ihren Körper definiert. Könnte man diese Klischee fallen, ist es aber nicht passiert, weil ich fand auch natürlich nicht nur Seven optisch klasse, sondern auch als Charakter. Also ich mag sie. Im Prinzip, sie hat genau das gleiche an Schicksal geteilt wie mit Picard. Unser Picard hat aber Glück gehabt, er war nur 6 Tage lang ein Borg-Drohne. Er hatte seinen Charakter, er war ein ausgewachsener Mann, er war sehr Philosoph, ein weiser Mann und er konnte sich, nachdem er wieder zu Mensch wurde, von dem Borg weg war, wieder reassimilieren in die Gesellschaft der Menschheit. Man muss natürlich auch sagen, unser Jean-Luc, der wirklich Inbegriff der Weisheit und der würdigen Art ist in Star Trek, wurde auch stark mitgenommen, er wurde traumatisiert. Gerade auch in Star Trek First Contact sieht man eben, dass die Menschen auch im Star Trek-Universum generell zwar an sich besser sind, als wir weiter sind, aber Star Trek will uns ja auch immer damit zeigen, wir haben immer einen inneren Tier, den wir kontrollieren müssen. Und unser Jean-Luc, der so stark ist, ein Bolide ist, an Weisheit und Würde, wird von dem Borg assimiliert. Und er muss seinen Dämon im Zaun halten, sprich die Borg in dem Fall bei Star Trek First Contact. Das fand ich hier super Übergang. Und das Gleiche hat man eben hier, um auf Seven zurückzukommen, mit ihr gemacht. Mit dem Unterschied, dass unsere Annika Hansen ein kleines Kind war. Sie wurde assimiliert. Im Prinzip die Borg assimilieren ja auch Kinder. Aber da die Kinder auch nicht viel Wissen haben und körperlich klein sind und ineffizient sind, werden sie in den Reifungskammern gesteckt. Und das heißt natürlich, du kommst nach ein paar Jahren als ältere Person raus, körperlich gesehen. Seven konnte hier zwar dem Kollektiv nicht viel geben durch ihr Wissen, aber sie hat eben viel Wissen durch das Kollektiv hier bekommen. Das machte sie zu einer hochintelligenten Person. Und hier ist es so wiederum, dass Seven natürlich viel mehr Probleme hatte, ihre Menschlichkeit zu finden, weil sie eben keine gefestigten Charakter hatte als kleines Kind. Und hier fand ich auch die Chemie wirklich sehr gut zwischen Janeway und Seven, zum Teil auch der Doktor. Beide haben sie geführt in Richtung Menschheit, sprich zurück zu dem, was sie war, zu finden, was von dem Borg ihr genommen wurde. Ihr wurde ja ein Leben genommen mit viel Freude, Liebe, was sie nicht erleben durfte. Am Anfang hatte sie Angst, weil sie eben nur das Kollektiv kannte. Man kann also sagen, im groben Stockholm-Syndrom. Sprich, du ergreifst die Partei deiner Entführer, deines Kidnapper, die Böses getan haben. Und es hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, hier Seven mitzubeobachten, mitzufolgen, mit ihr zu fühlen. Man konnte sie wirklich auch aus ihrer Perspektive sehr gut verstehen und auch sehr viel Empathie hier entgegenbringen. Fangen wir mit Hobbys an. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Regenerieren. Aha. Erzählen Sie von Ihrem Geschmack, was Sie mögen oder nicht mögen. Ich mag keine irrelevanten Konversationen. Okay, was uns zu den Zielen bringt. Was erwarten Sie sich vom Leben? Perfektion. Perfektion ist ein löbliches Ziel für sich selbst, aber erwarten Sie sie nicht von anderen. Diese Lektion musste ich bei meiner ersten Aktivierung lernen. Ein Weg, mich anzupassen, war, Interessen zu verfolgen, mit denen sich Leute identifizieren konnten. Holofotografie zum Beispiel, Opern. Musik hat faszinierende mathematische Merkmale. Exzellent. Womöglich können wir diese Neugier in ein Interesse verwandeln. Etwas, das Sie mit anderen teilen könnten. Testen wir mal, wie viel Sie wissen.
Hier sehen wir... eine elementare musikalische Phrase in der Haupttonart. Ich habe Grundlagenstudien des Themas betrieben. Singen Sie es für mich. La 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 la. Seven? Hat man Ihnen schon gesagt, dass Sie eine wundervolle Stimme haben? Das ist eine Gabe. Die Gabe stammt vom Kollektiv. Ein Stimmensubprozessor zur Erleichterung des Schallinterface mit Borg-Transpondern. Versuchen wir mal etwas Schwierigeres. You are my sunshine. Eine einfache Melodie aus dem 20. Jahrhundert. Ein gutes Lied für Anfänger. Singen Sie. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. Das war tadellos. Aber versuchen Sie, etwas mehr Emotion hineinzulegen. So etwa. When I awoke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Jerry Ryan, die Schauspielerin von Seven of Nine, hat hier wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Was ich aber hier leider ein bisschen bei Seven befremdlich fand, war, dass sie eine Beziehung mit Chakotay hatte. Also ich fand ganz ehrlich, Leute, die beiden passen ganz und gar nicht zusammen. Aber wie auch immer, das ist Geschmackssache. Alles in einem fand ich Seven top. Das Beste kommt zum Schluss. Unser Doktor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er ist mein Lieblingscharakter. Also Robert Picardo, nicht zu verwechseln mit Jean-Luc Picard, auch wenn sie auch Picard und Picardo heißen, muss man hier ganz ehrlich sagen, ich mag ihn. Er war im Prinzip das, was am Anfang Dr. Begier bei Deep Space Nine war. Er war nervig, er war naiv, zum Teil war er auch sehr unhöflich. Aber hier kann ich auch sagen, unser Doktor hat sich sehr gut entwickelt. Er wurde immer sympathischer, er bekam auch von Staffel zu Staffel mehr Screentime. In den ersten beiden Staffeln hat man ihn wirklich relativ selten gesehen. Und in späteren Staffeln wurde er wirklich zu einem heimlichen Star. Sprich, hier zeigt sich eben auch, dass sich ein Emma Hein weiterentwickeln kann. Auch mit seiner stoischen Art und seiner unsympathischen Art manchmal hat ihr Doktor trotzdem uns sehr gut unterhalten. Und selbst unser Hologramm, der im Prinzip kein Mensch ist in dem Sinne, hat Seven über ihre Krise hinaus begleitet. Sondern Mentorfunktion, ähnlich wie eben Janeway auch bei Seven, der hat sich so weit entwickelt, er hat angefangen Musik zu hören. Also der ist über seine Programmierung hinausgewachsen. Hier würde ich sogar sagen, dass unser Doktor Richtung Data geht. Data will menschlicher werden. Unser Doktor ist auch, da er eben länger aktiv war, auch menschlicher geworden, weil er eben auch interagiert und er lernt auch mehr mit den Crew zusammen. Auch klasse fand ich hier auch die Episoden, wo er gesungen hat. Ja, unser Robert Picardo hat wirklich immer gesungen. Und er hat wirklich eine tolle Stimme. Questa quella per me pari sono a quant'altre ti corro, intorno mi vedo, del mio cuore libero non cedo, o meglio ad una che ad altra metà. La costora venenza e confono, di che fatto mi affiora la vita. Oggi questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra. Sotto la gronda della foria antica, una rondine amica, allo sbocciar del mandorlo è tornata. Ritorna tutti gli anni, sempre alla stessa data. Monti e mare, sa barca per tornare. Salvatore, quando
Was ich auch hier feiere, ist sein Humor. Angefangen die Episoden, die auch wirklich sehr witzig sind mit ihm. Auch witzig fand ich die Episode, wo er einen Roman schreibt und das der Sternflotte schickt. Er zeigt sich selber als ein Held. Er ist der Tapfere, alle anderen sind Idioten. Was ich eben hier super witzig fand auch, unser Schlitzohr Tom hat seine Programmierung umgeändert und dieser Holodeck-Geschichte läuft ganz anders ab. Hier wiederum ist er der Schurke. Kapitel 1. Es ist die Welt des Doktors. Du lebst nun darin. Wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Schicht um 8 Uhr beginnt, dann habe ich Ihnen nicht erlaubt, dass Sie um 8 Uhr und 24 Sekunden hier hereinspazieren. Haben Sie mich verstanden, Fähnrich? Das ist empörend. Empörend ist nur, dass ich meine Teepause versäume. Also kommen Sie jetzt. Oh. Wo haben wir denn das Problem, 103? Ich bin 203. Tut mir leid. Es sind Drillinge, wissen Sie? Es tut weh, wenn ich so mache. Dann machen Sie doch nicht so. Au. Seien Sie doch kein Baby. Ihre biradiale Klammer ist falsch justiert. Ich weiß da schon was. Ein klingonisches Aphrodisiakum, meine eigene Spezialmischung. Gleich werden Sie sich besser fühlen. Und zwar in 0, nichts. Also ich habe unseren guten Doktor einfach nur gefeiert. In der Kategorie Aliens haben wir hier wirklich was Einmaliges bekommen bei Star Trek Voyager. Das heißt, wir haben hier ein Schiff, das in Delta-Quadranten sich befindet. Wir haben hier keine Klingonen, keine Romulaner, keine Ferengi, keine Cardassianer. Ich muss aber hier ganz ehrlich sagen, diese Völker des Alpha- bzw. des Beta-Quadranten haben mir mehr gefallen als die Völker im Delta-Quadranten. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch hier gute Spezies. Aber hier muss man auch wirklich in den späteren Staffeln gehen. Weil am Anfang die Kazon fand ich ehrlich gesagt befremdlich. Die Vidiana, das war nicht ein halbes, nicht ein ganzes. Ich fand sie jetzt zwar nicht grottenschlecht gemacht, aber sie waren auch nicht wirklich gut. Und auch hier von den Aliens her müssen wir wirklich in die späteren Staffeln gehen. Hier trifft unsere Voyager-Crew auf alte Bekannte, auf alte Freunde, die Borg. What have you got? Some bad news. The long-range probe we sent out 2 months ago has stopped transmitting. At first I thought it was a problem with the communications grid. Then I cleared up the last few seconds of telemetry. Take a look at this. This could be it, Captain. Borg space. Und ich fand hier richtig dickes Pluspunkt. Die Borg haben auf jeden Fall Voyager aufgewertet. Weil Voyager war an sich wie ein Suppe, das an sich gut war. Die Grundzutaten haben gestimmt. Aber es wurde nicht richtig zusammengestellt. Und auch Salz hat hier gefehlt. Und die Borg waren im Prinzip unser Salz, das man endlich in der Suppe bekommen hat. Und ich fand auch hier, wir haben ein bisschen zu viel Salz in der Suppe bekommen. Weil hier muss ich auf jeden Fall auch kritisieren. Wir haben hier wirklich fast gefühlt alle 5 Folgen, alle 8 Folgen eine Borg-Folge. Und das finde ich ein bisschen hier problematisch. Weil die Borg waren ja immer eine Spezies, das mysteriös war. Und wenn sie mal aufgetaucht ist, hast du es automatisch auch als gefährlicher wahrgenommen. Und wir haben jetzt hier im Prinzip fast jedes Mal, ja, gefühlt einen Borg. Man hat also auf jeden Fall hier auch die Borg sehr gut erforschen können. Man sah zum Beispiel ihre Heimatwelt Unimatrix 01, sprich ihre Heimatstation. Sie haben ja keine Heimatwelt in dem Sinne. Man sah unterschiedliche Borgschiffe, nicht nur eben diese Kuben, die man am meisten antrifft, oder die Sphären. Nein, man sah auch einen Borg-Sonde, also im Prinzip die kleinste Schiffsklasse der Borgschiffe. Man sah auch unseren taktischen Kubus, passiert das Mächtigste, was das Borg-Kollektiv hat. Alles sehr interessant und es hat auch wirklich Spaß gemacht, auch mal die Borg-Könige wiederzusehen und die Borg eben besser erforscht zu bekommen. Aber das Problem, was ich mit dem Borg habe, ist, wir haben hier nicht nur zu viel Borg, wir haben auch hier die Kastration der Borg. Also die Borg haben ihren Nimbus als unbesiegbar verloren. Ja, wir haben hier zum Beispiel Spezies 8472 bekommen. Fand ich auch total cool. Ich mag auch Spezies, die mal nicht humanoid aussehen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan der Tolianer. Ich finde auch in neuerem Star Trek könnte man die ruhig mal einführen. Und da fand ich auf jeden Fall Spezies 8472 total klasse. Und auch wenn sie jetzt, sag ich mal, als Nimbus die stärkste Spezies im konventionellen Sinne jetzt hier haben, von den Borg also im Prinzip das übernommen haben, finde ich irgendwie die Borg immer noch cooler. Aber mein Problem geht eben in der Richtung in, die Borg werden wirklich in dem Sinne hier kastriert. Sprich, sie bekommen einen Schlag mit den Spezies 8472. Sie werden von der Borg-Rebellion und dem Matrix Zero
in einen Bürgerkrieg hineingezogen. Es geht sogar hier so weit, dass man hier wirklich die Borg-Assimilierung mehr oder weniger verharmlost hat. Ich meine, in der gleichen Episode Unimatrix Zero, man sieht, unser Janeway, Tuvok und Belana, die werden assimiliert. Und in der gleichen Folge werden sie wieder reassimiliert und das war's. Haken gemacht, nächste Mission weiter. Die haben keine Traumata. Körperlich wurde ihnen weniger Schaden zugefügt. Ihr müsst hier auch bedenken, es gibt ja verschiedene Arten von Borg-Drohnen. Es kann sein, dass du als Borg-Drohne assimiliert wirst, ja. Dass du deine Augen behältst, dass du deine Arme und so behältst, deine Hände, das geht. Aber meistens ist es ja auch so, dass du ein Okular bekommst, dir wird dein Auge rausgerissen, dir wird dein Arm amputiert. Was für ein Zufall, unsere drei Protagonistinnen, der Tuvok, Janeway und Belana, die verlieren weder ein Gliedmaß noch ihren Okular, ihren Auge. Also, da finde ich, Leute, das ist genau das Problem. Generell die Episode auch. Man sieht auch hier unseren taktischen Kubus, mein Lieblings-Borg-Schiff, das mächtigste, was es gibt. Es wurde ja von dem Borg auch in der Richtung Spezies 8472 zu kontern entwickelt. Und hier sehen wir einen Voyager, das ein Schiff der Intrepid-Typs ist. Also von Firecraft, die zwar nicht schlecht ist, aber wesentlich schwächer ist als die Defiant, als die Enterprise E und die Enterprise D der Galaxy-Klasse. Und ihr gelingt es, einen Borg-taktischen Kubus zu überleben, während bei Star Trek First Contact in der Schlacht von Sektor 001 in Anführungsstrichen nur ein Unterklasse-Kubus, ein regulärer Kubus, eine ganze Sternflotten-Armada fast vernichtet hätte, ohne Jean-Luc angreifen. Also, Leute, ein bisschen modifizierte Schilde hin oder her durch Seven. Also das ist ein bisschen unlogisch. Und genau das ist das Problem. Man hat hier wirklich die Borg-Nimbus, der Borg hat man eben hier leider kaputt gemacht. Aber nicht nur die Borg und Spezies 8W2 waren interessant. Ich fand auch zum Beispiel die Hirogen hier sehr, sehr gut gelungen. Auch die Krennen fand ich eine der mächtigsten Spezies, die man im Delta-Quadranten sehen konnte. Überhaupt fand ich auch die Episode richtig klasse. Ein Jahr Hölle, man sieht die Voyager zerschrottet, man leidet mit ihr, man bekommt die Tage eingeblendet. Das ist genial und klasse gemacht. Auch die Melon haben mir wirklich sehr gut gefallen. Eine unterschätzte Spezies, finde ich. Im Prinzip sollen die Melon das darstellen, was wir Menschen sind. Umweltverschmutzer, sprich, sie sollen im Prinzip das zeigen, hey, das sind eben die Menschen, die die Umwelt verpesten und eben hier über die Melon uns als Botschaft gezeigt. Das ist ja immer so, dass Star Trek auch öfters mal auch Spezies einsetzt, um diese klassischen Klischees auch dort zu übertragen. Bestes Beispiel Ferengi. Die Ferengi sollen im Prinzip die Kapitalisten des modernen Menschen darstellen. Nichtsdestotrotz, ich finde auf jeden Fall die Spezies in den späteren Staffeln auf jeden Fall gelungen. In den Anfangsstaffeln eher weniger. Zu den Seasons kann man auf jeden Fall sagen, die ersten drei sind nicht grottenschlecht, versteht mich nicht falsch, aber sind eben sehr statisch. Man hat hier schon ein Gefühl von, und erst ab der vierten geht eigentlich Voyager richtig los mit Seven, angefangen von der Episode Skorpion mit den Borg, mit den 8472 Leuten. Sehr episch, sehr dunkel, gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Auch die heroischen Episoden haben mir hier wirklich sehr gefallen, wie Jäger oder Beute. Das hat hier wirklich sehr Spaß gemacht, wie die heroischen im Prinzip unsere Crew jagt. Und man spürt buchstäblich hier die Bedrohung, sprich du wirst gejagt, die heroischen wollen dein Leben. Hat hier wirklich gepasst.
Auch in der fünften Staffel, die Episode Drohne, hat mir hier sehr gut gefallen. Man sieht hier eine ultramoderne Drohne des 31. Jahrhunderts. Im Prinzip, unser Doktor bekommt ja seinen mobilen Ermittler. Damit kann er sich über die Krankenstation Voyager hinaus bewegen. Und in einem Unfall kommen die Nanosonden hier im Kontakt dazu. Und hier entsteht eine neue Drohne. Fand ich total klasse, auch optisch. Die Drohne gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Es ist sogar meine Lieblingsdrohne als Person gesehen. Das ungewisse Dunkel hat auf jeden Fall auch sehr interessante Aspekte. Man sieht hier eben die Heimatwelt der Borg, die Heimatstation und die Matrix 01. Man sieht hier Seven, die wird von der Borg-Königin geködert. Und hier sieht man, Seven hat einen Punkt erreicht, in dem sie sich zu den Menschen zugehörig fühlt. Und sie will kein Borg werden. Das heißt, sie hat sich in Richtung der Menschheit entwickelt. Und hier sieht man eben, dass sie versucht, sogar ihre Freunde zu schützen, indem sie sich der Borg-Königin hergibt. Auch Equinox muss ich hier wirklich loben. Was wäre, wenn? Unser Voyager war ja relativ integrer. Sie waren fleißig. Sie haben sich meistens an den Statuten der Föderation gehalten. Unsere Janeway auch. Was wäre, wenn Janeway das nicht gemacht hätte? Und hier sehen wir auch Captain Rudolph Ransom, der Dritte von der USS Equinox. Er hat sich nicht dran gehalten. Und hier sieht man eben, dass sie Disziplin versagt hat. Und wenn der Captain schon an Disziplinlosigkeit leidet, wird die Crew auch zwangsläufig auch das mitmachen. In den späteren Episoden fand ich auch Dame, Doktor, Ass, Spion. Die Episode fand ich richtig, richtig toll. Unser Doktor hat sich ein Programm eingefügt, in dem er träumt. Das sorgt für Fehlfunktionen. Und hier sieht man unseren Doktor, dessen Träume. War hier wirklich sehr, sehr witzig. Irgendwo in dieser Totalität, bekannt als das Universum, gibt es eine Galaxie namens Milchstraße. Versteckt in der Ecke dieser Galaxie ist ein Planet namens Erde. Auf diesem Planeten liegt eine Stadt namens Mantua. Gehen Sie geradeaus am Brunnen vorbei, dann rechts, dann links abbiegen, dann wieder rechts. Sie werden bemerken, dass Sie am Wasser entlanglaufen und hören, wie ein Mann über das treulose Herz seiner Angebeteten singt. Und sogar die Fische beginnen zu weinen. Quando la donna è mobile. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiatro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento. E di pensier, e di pensier. Di pensier. Tuvok. Janeway an Sicherheit, sofort ein Team ins Casino. Lassen Sie ihn bitte. Er wurde erfasst vom Ponfar. Ein neurochemisches Ungleichgewicht treibt ihn zur Paarung. Wir werden ihn nicht zur Vernunft bringen können. Tuvok, ich verstehe Sie. Sie sind Vulkanier. Sie mussten 7 Jahre ohne auskommen. Paris, versuchen Sie zu laden ein Hypospray. Ich gebe ein Zeichen Ihnen. Ziel ist sein Hinterteil. Hormone toben, Synapsen glühen, alles ist so völlig unlogisch. 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 Doktor, der sich selbst operiert hat, einen Betach als Patienten. Ich kann ihm helfen. Ich bin sicher, dass Sie das können. Der Doktor und ich gehen auf die Krankenstation. Nur ein Vorwand, weil Sie mit ihm allein sein wollen. Seven? Assimiliert zu werden ist ziemlich unerfreulich. Ist das eine Drohung? Das ist nicht möglich. Das Warp-Eindämmungsfeld versagt. Warp-Kernbruch in 30 Sekunden.
Stabilisieren Sie den Antimateriefluss. Die Kontrollverbindung ist ausgefallen. Warnung. Warpkernbruch viel früher, als Sie denken. Wir müssen jemanden in den Warpkern schicken. Versuchen, ihn manuell einzustellen. Ein Überleben dieses Plasmastrahlungsniveaus ist ausgeschlossen. Der Doktor! Das ist nicht real, nicht wahr? Doc, Sie sind der Einzige, der uns helfen kann. Warnung. Letzte Chance, ein Held zu sein, Doktor. Legen Sie los. Eine weitere epische Doktor-Episode war auch hier. Flaschenpost, sogar meine Lieblings-Voyager-Episode, würde ich sogar sagen. Über den Netz der Hirogen gelingt es Seven, den Doktor in den Alpha-Quadranten zu schicken. Er trifft auf MHN-Modell 2. Direkter Treffer. Schilde sind runter auf 20%. Drei weitere Schiffe nähern sich. Wir sind verloren. Nein, sie gehören der Sternenflotte an. Was tun die denn? Sie feuern auf uns. Die denken wohl, Romulaner seien an Bord. Und da haben sie recht. Prometheus an alle Sternenflottenschiffe, antworten Sie! Prometheus Sinnlos, an Sie können uns nicht empfangen! Die Romulaner haben die Kompfrequenzen gestört! Gehen Sie auf die taktische Station! Wir werden uns verteidigen müssen! Auf die taktische? In Ordnung! Worauf warten Sie? Schießen Sie! Schießen Sie! Es gibt hier so viele Kontrolltasten! Nehmen Sie die, auf der Feuer steht, und pressen Sie sie! Es funktioniert nicht! Hier steht, dass die Phaser abgeschaltet sind! Dann feuern Sie einen Torpedo ab! Aber auf dem falschen Schiff. Das war nicht meine Schuld. Wessen Schuld dann? Die des Torpedos? Sie sollten ihm sagen, was er tun muss. Also diese Episode fand ich auch klasse. Und was ich hier auch so schön fand, war auch eben, die Voyager hatte jetzt hier zum Teil die Möglichkeit gehabt, Kontakt mit der Föderation auch herzustellen später. Man sah eben aber auch hier, dass die Voyager auch sparen musste. Sprich die Uniformen zum Beispiel. Sie sah, okay, die Föderation hat jetzt neue Uniformen der Sternflotte rausgegeben. Aber sie haben ihre alten Uniformen behalten, weil sie eben nicht genug Energie hatten, um für 150 Leute auch neue Uniformen hier anfertigen zu lassen. Generell auch die Q-Episoden haben mir hier bei Voyager auch sehr viel Spaß gebracht. Also man sah es zwar auch bei Star Trek The Next Generation auch andere Qs, mal eine Q-Anwärterinnen, aber hier sieht man auch einen anderen Q, der keine Lust mehr hat zu leben. Er will nicht unsterblich sein, weil es langweilig ist. Er will sterben. Das war wirklich auch sehr interessante Episode, was auch ein bisschen Richtung Star Trek-Philosophie geht. Hat mir auf jeden Fall hier sehr Spaß gemacht. Und hier ist unser Q eben. Hier im Prinzip ärgert unser Q die gute Janeway mit Tante Kathy, fand ich auch total klasse. Auch die Episoden, wo zum Beispiel unser Seven unsere Borg-Kinder aufnimmt, fand ich zum Teil interessant, aber zum Teil auch hier ein bisschen befremdlich. Ja, hier zeigt man eben, Seven hat sich weiterentwickelt. Sie ist sogar eine Art Mutterfigur oder eine Art große Schwester für die Kinder, was an sich gut ist für die Seven-Entwicklung als Charakter. Aber Leute, wie vorhin gesagt, mit den Borg, wir haben hier einfach zu viel. Also mit den Borg-Kindern, das war ein bisschen too much. Also ehrlich gesagt, die haben eigentlich hier nichts viel verloren. Auch mit dem E-Chip. Ich meine, ich stehe ja mit dem Manu, also das ist der Schauspieler von E-Chip, in Kontakt. Wir schreiben ab und zu mal miteinander. Aber also das war nicht ein halbes und nicht ein ganzes, was ich hier ein bisschen problematisch finde. Auch die Abschlussepisode. Nun, klar, die Voyager sollte ja 75 Lichtjahre zur Erde brauchen zurück. Und man hat hier eben nur 7 Staffeln. Ist ja klar, ich will auch keine 75 Staffeln haben. Ich glaube, darauf hätte keiner von uns Bock. Aber Spaß beiseite. Hier hat man natürlich eine Abkürzung genommen, man hat über die Borg, über ihren Transportkanal, über einen Admiral Janeway hier die Hintertür genutzt. Jeder von uns hat das erwartet schon damals zum ersten Mal beim Gucken, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich persönlich finde das Endspiel, die letzte Episode von Voyager, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es war okay, es war ein guter Abschluss, es war ein netter Abschluss. Als Fazit zu Ende würde ich sagen, ich mag die Voyager. Ich mag alle alten Star Trek Serien. Ja, die Voyager hatte folgenmäßig am Anfang ein bisschen Schwäche. Sie wurde später ab der 4. viel, viel besser. Auch die Charaktere haben mir hier an sich gut gefallen, auch wenn ein paar Schwächen da sind, eben wie Chakotay zum Beispiel, den man leider nicht aufgearbeitet hat. Aber Charaktere wie Janeway, Seven, Tom, Harry und der Doktor, die sich alle weiterentwickelt haben, gefallen mir hier recht gut. Und auch die Spezies in den späteren Staffeln haben mir hier wirklich gefallen. Die Stories waren auch zum Teil recht gut, mal besser, mal schlechter, aber alles in allem recht solide. Star Trek Voyager ist nicht meine Lieblings-Star Trek-Serie, obwohl ich die Serie auch sehr mag. Aber ich kann auf jeden Fall die Leute verstehen, die sagen, Star Trek Voyager ist meine Lieblings-Star Trek-Serie. Jedoch Leute, was denkt ihr über Star Trek Voyager?
Schreibt es doch mal unten in den Kommentaren. Ich würde mich wie immer über ein Like von euch freuen und wenn ihr neu seid, über ein Abo. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf. Lebt lang und erfolgreich.